rein. Das war gerade noch so schön. Scheiße! Wo sind die anderen? Nein, wo sind die anderen? Stan, wach auf! Was? Oh Gott! Wo sind die anderen? Boah, ist hier über den Flur. Jimmy und Tuesday und Zoe sind oben. Los, raus hier, ich hol sie. Nein, 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 ich komm mit dir! Nein, nein, ich geh allein! Aber... Los, raus mit dir! Hoch! Wo hoch? Hier? Ich kann das nicht. Tuesday, das Baby. Sie sind oben. Ja, ja, ja. Wir müssen sie rausholen, bevor hier die ganze Bude abbrennt. Los, 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 los. Bitte auch, ich... Nein! Ich müsste auch... Nein! Das Baby retten! Ich komm nicht raus! Du kannst! Ich komm nicht raus! Du kannst! Komm schon, spring! Ich möchte auch Tuesday und das Baby retten. Los, komm, mach! Wenn er nicht kommt, dann zwingen wir ihn dazu. Ich würde ja, aber ich kann nicht. Ich kann einfach nicht. Go!
mich! Jodie? Jodie, nein! Ist sie okay? Ist sie okay? Oh, Jodie. Oh, mein Gott. Stan, nein! Oh, Gott. Oh. Oh. Er ist gestorben. Jimmy? Stan! Oh, komm. Warum machst du das? Jodie! Und Jimmy? Hilfe! Komm schon, Jodie, du packst das! Komm schon, komm schon! Ja. Na, wie geht's dir heute, Jodie? Gut? Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Nein gesagt, keine Widerrede. Verschwendest deine Zeit, Jodie. Chateau Margaux 2000. Ich habe gesagt, das war eine Vorarbeit. Pass gut auf dich auf, Jodie. Du musst dich daran gewöhnen. Ich will nicht, dass dir was passiert. Paranormale Abteilung. Löffel und Gabel verbiegen und mit Toten schreiben losholen. Ich gebe zu diesem Baby eine Chance. Ich habe schon mal los, weil voll Wind, dein Fläschchen haben, in Verkleidung wie Jens. Jodie. Ich lass nicht zu, dass es im Müll unter der Brücke gewohnt. Wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Jodie. Die Existenz. Bin ich tot?
Was bedeutet das? Aiden? Nein! 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 Ich will nicht zurück! Ich will bei dir bleiben, Aiden! Aiden! Nein! Sind wir, Jody. Zusammen. Dadurch sind wir immer an deiner Seite. Und Jimmy ist nicht mehr da. Meinetwegen. Wir haben die Mistkerle geschnappt, die unser Haus abgefackelt haben. Das Benzin an ihren Sachen war der Beweis. Krank, oder? Arschlöcher. Ich konnte ihn nicht retten. Keine Sachen. Zoe wird heute 3 Monate alt. Ich erzähle ihr oft von dir, damit sie weiß, was du für sie getan hast. Oh, und ich benutze übrigens wieder meinen richtigen Namen. Ich heiße Lysa. 3 Monate sind vergangen. Ich würde eigentlich gerne duschen. Keine Ahnung, wie ich es da rausgeschafft habe. Es muss Stan gewesen sein. Ja, die haben wir hier. Gehirntrauma und Schädelfrakturen. Sie liegt schon seit Monaten im Koma. Können wir zu ihr? Oh nein. Das kann doch nicht wahr sein. Sie wird gesucht wegen Verrats. Also, sie haben einen Haftbefehl, wenn Sie den sehen wollen. Okay. Bitte was? Ich bringe Sie zu ihr. Werde ich gezwungen, da zu bleiben. Oder neutralisiert zu werden. Ich muss hier weg. Man hat die
dieser Albtraum ein Ende. Also, wo ist sie? Ja, merkwürdig. Das ist ihr Zimmer. Sie müsste hier sein. Scheiße! Sie ist aus dem Fenster raus. Das ist unmöglich. Wir sind im 5. Stock. Sie kann nicht durchs Fenster. Melde das. Kleine darf nicht entwischen. Lassen Sie mich näher. Wahrheit erzählt, die hat er verdient. Er hat mir immerhin geholfen. Ehrlich Geld verdient. Das finde ich auch gut. Genug Geld und warmes Essen. Sehr gut. Obdachlosen nach dem Abendessen geholfen. Selbstverständlich und ich wundere mich, dass das nur 36% gemacht haben. Nicht alle vor dem Feuer gerettet. Ich hätte es wirklich gerne gemacht, aber Ich dachte, wenn ich jetzt mich mit ihm aufhalte, dann verbrennt sie in der Zeit. Und ich wollte, die waren meine Priorität. Wahrscheinlich hätte ich ihr auch noch helfen können, nachdem ich Jimmy gerettet hätte, aber ich wusste es halt einfach nicht. Und ich wusste auch nicht, wie ich ihn hätte retten können, weil Aiden konnte ich nicht benutzen in dem Moment. Jedenfalls habe ich es nicht hingekriegt. Ich habe keinen Selbstmordversuch unternommen. Ja, wie gesagt, ne, Stan hat mir geholfen. Das sollte nicht umsonst sein. Schläger besiegt, zum Glück. Ehrlich übereiden. Nicht aus dem Gebäude entkommen. Das hätte ich also hinkriegen können. Weiß nicht, ob ich da vielleicht zu langsam war. Ob es um Schnelligkeit ging. Und Schicksal der Schläger erfahren. Ich habe sie alleine am Straßenrand gefunden. Mitten im Nirgendwo. Gab es einen Unfall? Hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für Sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer Sie sind. Hey! Sie reden nicht viel, was? Wenn Sie mir nicht helfen, kann ich nichts für Sie tun. So kommen wir nicht weiter. Ist das eine Narbe? Ist die neu? Sie müssen sie stoppen. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Sie sollen unbedingt auf mich warten. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Sind verdammte Idioten! Ich weiß. Sie kommen. Wow, wie übertrieben. Moment, was ist hier los? Die Kleine, die heute reinkam, wo ist sie? Ich meine, ich weiß zu dem Zeitpunkt nicht mehr, was passiert ist.
Ende? Oh. Waren wir das? Jody, was hast du getan? Oder war das unser Freund? Wisst ihr es vielleicht schon?